sempre possibile di iscriversi ancora. Genau, die Veranstaltung machen wir mit anderen Welcome Center in Baden-Württemberg zusammen. Auch wenn Sie jetzt nicht in Stuttgart sind, gibt es auch Welcome Center, die Sie beraten können vor Ort. Auch dazu können wir Ihnen natürlich weitere Informationen geben. Spesso questi eventi facciamo pure in cooperazione con altri Welcome Center che sono in altre parti della Germania, soprattutto adesso questo a Baden-Württemberg. E se nel caso che non vivete a Stoccarda, ci sono anche altre Welcome Center in Germania, ma ci sono 10 a Baden-Württemberg. Allora ci sta sempre un posto dove rivolgersi. Genau, und die Veranstaltung, wie gesagt, alle zwei Monate machen wir auf Englisch, Successful Application and Working in the Stuttgart Region. Die nächste Veranstaltung ist Ende September. E ogni due mesi offriamo, come abbiamo detto, questo evento su Successful Application, sulla candidatura, come trovare lavoro, questo in inglese, il prossimo, il 29 settembre, sempre online. So, Pino, bitte. Ich weiß nicht, ob er uns hört. Wir machen diese genau. Pino, bitte stell du die ACLI vor. Ja, buonasera, mio nome è Pino Tabbi, sono il responsabile delle ACLI del Baden-Württemberg. In breve vi presento la nostra associazione che è in Germania dagli anni 50, in seguito all'emigrazione. È un'associazione che si impegna per la giustizia sociale, per difesa dei diritti dei lavoratori e uno dei nostri, diciamo, per la pace e giustizia sociale e uno dei nostri principali aspetti è quello di essere fedeli al Vangelo, quindi un'associazione di lavoratori cristiani. Operiamo dagli anni 50 in tutta la Germania, in particolare a Stoccarda abbiamo incominciato con attività già nel 1956. Il nostro compito è quello di fare formazione agli adulti, quindi attività formative con incontri famiglie per giovani, anziani e ultimamente, seguendo appunto il cambio che c'è nell'emigrazione, ci siamo dedicati insieme al Welcome Center a questo tipo di attività informativa per i nuovi arrivati. Quindi l'evento di questa sera è uno di quelli che rientrano in questo ambito di attività informativa e formativa. A Stoccarda poi operiamo noi con il servizio di patronato, ma anche un po' in tutta la Germania, abbiamo un servizio di patronato che mira alla tutela dei lavoratori e si occupa a titolo gratuito di tutto quello che sono le pratiche di pensione, invalidità, cioè tutto quello che ha a che fare con l'INPS o con gli enti italiani di previdenza sociale si occupa il nostro patronato ACLI che come appunto svolge un'attività a livello gratuito per i connazionali. Ecco, anche noi ci siamo, grazie al Welcome Center da cui siamo partner fin dall'inizio, ci adoperiamo per una maggiore integrazione della nostra immigrazione, per un sostegno a chi arriva, fornendo informazioni, fornendo consulenza, sempre a titolo gratuito, e fornendo eventi come quello di questa sera. Quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione e continuerò a fare poi la parte di traduttore nel seguito del programma. So. Ja, vielen Dank. So, das war zur Einführung. Wer sind die Partner, die heute diese Veranstaltung veranstalten? Und das Thema Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen haben wir schon öfter auch in Veranstaltungen mit den Expertinnen vom Beratungszentrum zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse gemacht von der AWO. Heute sind dabei Frau Mattigert und Frau Bauerle. Adesso abbiamo presentato
sono presentati i nostri partner. Adesso continuiamo con la presentazione sull'argomento riconoscimento dei titoli stranieri con i nostri colleghi della AWO, signora Mattigat e signora Bauerle. Prego, bitte. Ja, ich übergebe Ihnen jetzt auch den Vortrag. Ja, von uns natürlich auch herzlich willkommen und einen schönen Abend und vielen Dank für die Einladung, Frau Dr. Andrei und Frau Geiger. Sehr gerne geben wir Ihnen einen Überblick über Anerkennungsmöglichkeiten ausländischer Berufsqualifikationen. Genau. Als erstes würde ich Ihnen ein bisschen was über und wie wir kontaktiert werden können erzählen. Das Allereinfachste und das Allerbeste ist immer, uns eine E-Mail zu schreiben. Sie sehen da die E-Mail-Adresse anerkennung@awo-stuttgart.de. Wenn wir Sie zu Ihrem Abschluss beraten, brauchen wir sehr viele Informationen zu Ihrem Abschluss. Von daher werden Sie dann immer sehr viele Fragen zugeschickt bekommen. Diese Fragen können Sie aber auch direkt auf unserer Homepage finden, auf unserem Fragebogen. Le due colleghe dell'AWO, Arbeit Wohlfahrt, che sono responsabili per il riconoscimento dei titoli di studio, la signora Bauer e la signora Mattigat, hanno iniziato la loro presentazione dicendo appunto che il modo migliore per contattare il loro ufficio è quello di scrivere una mail, e lì come potete vedere ci sono gli indirizzi email a cui indirizzare le vostre richieste, vi faranno una serie di domande a cui dovete rispondere e ecco, questo è il modo principale per poterle contattare inizialmente. Aita? Wir sind auch telefonisch erreichbar zu den Sprechzeiten, die Sie hier sehen. Es ist allerdings einfach aus der Erfahrung sehr oft so, das Telefon ist sehr häufig belegt. Und wenn Sie da ein, zweimal schon angerufen haben, es war immer belegt. Es ist dann einfach am einfachsten, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, wenn Sie nicht durchkommen. Eigentlich haben wir auch persönliche Sprechzeiten aktuell aufgrund der Corona-Situation. Allerdings nur, wenn man vorher einen Termin ausmacht, eben telefonisch oder per E-Mail. È rintracciabile anche telefonicamente, di poter vedere gli orari, però telefonicamente è sempre complicato perché spesso il telefono è occupato e quindi diventa difficile rintracciarli. Per cui la migliore cosa, ripeto, è quella di inviare una email. C'è anche, ci sono anche degli appuntamenti personali, cioè dei colloqui personali che però si devono prendere solo dietro appuntamento a causa della situazione del Covid, che non permette più un libero accesso, ma appunto bisogna prendere un appuntamento per poter poi discutere personalmente. Aita. Okay, als erstes würde ich Ihnen ein paar allgemeine Grundlagen zum Thema Anerkennung ausländischer Qualifikationen erzählen. Ecco, inizialmente alcune nozioni generali. Okay, seit 2005 gibt es die EU-Anerkennungsrichtlinie und seit 2012 ist daraus entstanden das Anerkennungsgesetz des Bundes in Deutschland. Und die Änderung der Fachgesetze. Im Prinzip steht in diesem Gesetz, dass jeder, der in Deutschland leben und arbeiten möchte oder schon in Deutschland lebt und arbeitet, das Recht hat, dass ausländische Qualifikationen hier auf Gleichwertigkeit geprüft werden, was nicht bedeutet, dass man das Recht auf automatische Anerkennung hat, aber man hat in jedem Fall das Recht, dass die Gleichwertigkeitsprüfung durchgeführt wird. Già nel 2005 ci sono le prime direttive sul riconoscimento delle qualifiche all'interno dell'Unione Europea. Da aprile 2012, scusate, ecco. Da aprile 2012 c'è la legge sul riconoscimento da parte dello Stato tedesco
che poi è stata aggiornata nel 2014 con la legge sul riconoscimento da parte del Land Baden-Württemberg, perché ogni Land c'ha anche delle specifiche direttive. Queste direttive hanno una linea comune, e cioè che tutte le persone che hanno una qualifica straniera che vivono o vogliono vivere in Germania hanno il diritto a una verifica di equipollenza, cioè a una procedura di riconoscimento del proprio titolo di studio. Non c'è nessun diritto però a un riconoscimento automatico. Quindi diritto a una verifica della procedura di riconoscimento, ma non un diritto al riconoscimento. Okay, was bedeutet Anerkennung? Anerkennung bedeutet die formale Feststellung und Bescheinigung der Gleichwertigkeit, in dem Fall der italienischen Abschlüsse. Sie zeigt, dass ihr Abschluss genauso gut ist wie ein in Deutschland passender Referenzberuf. Also man muss immer einen Beruf finden, der in Deutschland, der gleichwertig ist oder inhaltlich ähnlich zu ihrem Beruf, den Sie gelernt haben. Und damit wird der ausländische Abschluss dann verglichen. Riconoscimento è una dichiarazione formale e certificazione dell'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero. Dimostra che la qualifica straniera è altrettanto buona quanto la qualifica tedesca comparabile. Quindi si deve trovare una qualifica tedesca che sia comparabile con quella che si è perseguito in Italia e valutare quanto quali siano i valori di comparazione per poter ammettere il riconoscimento. Okay, hier ein bisschen eine Übersicht, wie das Anerkennungsverfahren abläuft. Wenn Sie eine Anerkennung beantragen, dann vergleicht die zuständige Behörde Ihre Ausbildung mit der Ausbildung aus Deutschland. Sie vergleicht die Ausbildungsinhalte, auch die Ausbildungsdauer und die Ausbildungsform, bedeutet, wie viel Theorie haben Sie gelernt, wie viel praktische Erfahrung hatten Sie in der Ausbildung. Und das vergleicht sie eben zwischen der ausländischen Ausbildung und dem deutschen Referenzberuf. Ecco, gli enti proposti al riconoscimento, durante la procedura di riconoscimento, fanno il paragone con l'equivalenza dei contenuti della formazione che si è perseguito, il periodo di formazione, la forma di formazione, se c'è tra teoria e pratica, tra la qualifica conseguita all'estero e la professione tedesca di riferimento. Quindi si paragonano ovviamente. Ok, damit Sie das zeitlich ein bisschen einschätzen können, wenn Sie einen Antrag stellen, hat die zuständige Stelle in der Regel einen Monat Zeit, Ihnen eine Eingangsbestätigung zu schicken. Nach der Eingangsbestätigung, beziehungsweise wenn dann alle Dokumente vorhanden sind, oft ist es auch so, dass noch was nachgereicht wurde, weil vielleicht irgendwas vergessen wurde mitzuschicken. Wenn alle Dokumente vorhanden sind, dann prüft die zuständige Stelle, also führt die Gleichwertigkeitsprüfung durch, und nach 3 Monaten bekommen Sie dann in der Regel einen Bescheid. Ecco, per avere un'idea dei tempi che ci vogliono per un riconoscimento, diciamo ci sono delle scadenze di elaborazione. Dal momento in cui si presenta la richiesta, l'ente controlla la completezza dei documenti richiesti e manda entro un mese un avviso di ricevimento. La richiesta è completa. Dall'avviso di ricevimento fino alla valutazione dell'equivalenza passano all'incirca 3 mesi. Entro questi 3 mesi poi l'ente invia la notifica circa la decisione presa, se il diploma è riconosciuto o meno. Wenn Sie dann den Antrag gestellt haben und die zuständige Behörde oder Stelle prüft, dann bekommen Sie ja den Bescheid und da gibt es dann 3 Möglichkeiten. Entweder Ihre Ausbildung oder Ihr Studium ist gleichwertig mit dem deutschen Vergleichsberuf, dann bekommen Sie die volle Anerkennung. Oder es gibt
größere signifikante Unterschiede, dann bekommen Sie eine Teilanerkennung oder Defizitbescheid. Oder die Behörde sagt, das ist was vollkommen anderes und ist nicht vergleichbar, dann bekommen Sie eine Ablehnung. Ecco, cosa fa l'ente proposto alla valutazione? Nella notifica, cioè la notifica comprende tre possibilità. Uno, il pieno riconoscimento, quindi il titolo è equipollente a quello tedesco, oppure ci sono delle differenze alcune, che possono essere abbastanza gravi o meno gravi. Ecco, in questo caso si ha un parziale riconoscimento. Se le differenze sono molto evidenti, cioè grande differenza tra quello presentato e il titolo di studio di cui si vuole l'equipollenza, c'è praticamente un rifiuto, viene negato. Ok, es gibt in der Regel drei verschiedene Hauptgruppen, die wir jetzt einfach kurz über die wir kurz einen Überblick geben. Ecco, ci sono tre possibilità di riconoscimento. Und zwar in einem ersten, der erste Block sind die sogenannten reglementierten Berufe. Das sind alle medizinischen Berufe, Ärzte, Krankenpfleger, aber auch Lehrberufe, Erzieherberufe. In diesen Berufen ist es so, da müssen Sie eine Anerkennung beantragen, wenn Sie in diesem Beruf arbeiten wollen. Ohne Anerkennung dürfen Sie in diesem Beruf in Deutschland nicht arbeiten. Un primo gruppo comprende le cosiddette professioni regolamentate e sono ad esempio professioni mediche come medico, infermiere, ostetrica oppure insegnante, educatore. Ecco, queste professioni richiedono obbligatoriamente un riconoscimento. Da gibt es noch eine kleine Ausnahme, bei denen es nur um die Titelanerkennung geht. Da geht es um die Ingenieure und Architekten. Da ist ganz wichtig, dass da ist die Arbeit an sich nicht reglementiert, aber der Titel ist reglementiert. Das heißt, wenn Sie Ingenieurwesen oder studiert haben oder Architektin sind, müssen Sie auf jeden Fall bei der zuständigen Kammer die Führung des Titels beantragen. Ecco, c'è una particolarità che riguarda non tanto la professione quanto il titolo, ed è quello per ingegneri e architetti. E questi due titoli si devono fare le domande presso la Camera degli Ingegneri per poterlo ricevere, e quindi c'è tutta una procedura extra di riconoscimento anche per il titolo. Quindi uno può esercitare la professione di ingegnere, ma per poter avere, cioè inserire il titolo ingegnere o architetto deve avere il riconoscimento presso la relativa Camera degli Ingegneri. Dann gibt's den zweiten großen Bereich, das sind die sogenannten nicht reglementierten Ausbildungsberufe. Das betrifft im Prinzip alle Berufe in der Industrie, im Handel, Landwirtschaft, aber auch im Handwerk. Da können Sie eine Anerkennung beantragen bei der zuständigen Kammer? Es müssen Sie aber nicht. Sie dürfen theoretisch auch ohne Anerkennung arbeiten. Wenn Sie aber eben die Anerkennung haben, dann können Sie mit dem Gehalt das gleiche Gehalt verdienen wie jemand, der in Deutschland die Ausbildung gemacht hat und haben eben auch die gleichen Rechte und können die gleichen Weiterbildungen machen. Un secondo blocco è costituito dalle professioni di formazione non regolamentate. Sono le professioni, nella maggior parte, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura. Sono professioni che, diciamo, uno può, non c'ha bisogno del riconoscimento, lo può richiedere, ma non è necessario. Cioè, uno può esercitare la propria professione indipendentemente dal riconoscimento. Il vantaggio di un riconoscimento con una qualifica tedesca è quello di poter avere all'interno del mercato del lavoro più possibilità di impiego o anche a livello di stipendio, un maggiore stipendio e parità di diritti e doveri, diciamo, più vantaggiosi rispetto a chi non ha un riconoscimento di qualifica.
Okay, und dann gibt es noch den dritten Beruf, die sogenannten nicht reglementierten Studienberufe. Da fallen die meisten akademischen Berufe rein, ausgenommen eben Arzt, Lehrer, solche Dinge. Das ist dann meistens solche Dinge wie BWL, Mathematik, Geologie, Chemie. Da gibt es keine Anerkennung. Es gibt aber, also Sie können sich mit Ihren Zeugnissen direkt bewerben. Es ist aber oft schwierig, ohne deutsche Dokumente einen Job zu finden. Daher gibt es für diese Berufe als Alternative die Zeugnisbewertung. Da wird Ihnen dann der akademische Titel bescheinigt, also zum Beispiel vergleichbar mit deutschem Bachelor oder deutschem Master. Il terzo gruppo è composto dalle professioni accademiche non regolamentate. Sono ad esempio studi in economia e commercio, matematica, sociologia, geologia, chimica. Ecco, questi mestieri possono essere esercitati indipendentemente dal riconoscimento, cioè non c'è nessun riconoscimento. Quello che può essere richiesto è una valutazione del titolo con un cosiddetto Zeugnisbewertung, dove praticamente si rende equipollente il titolo conseguito in Italia con quello tedesco. Ecco, però non c'è nessuna obbligatorietà del riconoscimento. Genau, das ist dann der Teil, wo ich übernehme. Wir haben Ihnen jetzt als Beispiel für die reglementierten Berufe auch einige Beispiele mitgebracht. In diesem Fall die Frau Rosso, die Physiotherapeutin ist und das Ganze in Italien gelernt hat. Adesso la signora Mattiga riprende con alcuni esempi concreti riguardo le tre categorie che abbiamo visto. Il primo esempio riguarda la signora Rosso, che è fisioterapista, che ha conseguito il titolo in Italia. Genau, Frau Rosso ist eben Physiotherapeutin. Das ist ein sogenannter reglementierter Beruf. Das heißt, wenn man in diesem Beruf in Deutschland arbeiten möchte, dann muss man eine Anerkennung beantragen. Wir haben ihn hier jetzt mal als Beispiel so grob das Formular mitgebracht. Das heißt, man muss ein Antragsformular ausfüllen. Man muss einige Dokumente mit einreichen. Und das Ganze geht dann alles postalisch an die Anerkennungsstelle, die dann in diesem Fall das Regierungspräsidium Stuttgart wäre. Ecco, la signora Rosso, nell'esempio riportato, è fisioterapista. Fisioterapista è una professione regolamentata e quindi deve necessariamente chiedere il riconoscimento. Come esempio hanno riportato la domanda che bisogna compilare, quindi c'è un modulo da compilare, puoi presentare. Presentare tutti i miei. Rebecca, kannst du kurz tu? Sì. Allora, lei deve compilare il modulo di richiesta. Si trova al Regierungspräsidium di Stoccarda, che è l'ufficio competente per questo caso, e poi inviare tutti i documenti, tutto per posta, all'autorità di certificazione. Ok, weiter gern. Nochmal weiter? Ja, genau, weiter. Ja. Genau. Wenn Sie dann alles eingereicht haben beim Regierungspräsidium Stuttgart, dann beginnt das Anerkennungsverfahren. Und da wird dann, wie meine Kollegin eben schon erwähnt hat, zum einen die Ausbildungsinhalte verglichen. Also da wird dann geschaut, was lernt man während der Ausbildung als Physiotherapeutin in Deutschland? Was hat Frau Rosso in der gleichen Zeit in Italien gelernt? Gibt es dort irgendwelche Unterschiede? Es wird die Ausbildungsdauer in Betracht bezogen. In Deutschland lernt man 3 Jahre, um Physiotherapeutin zu werden. Soweit ich weiß, ist die Zeit in Italien, der Zeitrahmen der gleiche. Also da wären es auch 3 Jahre. Und dann wird nochmal die Ausbildungsform angesehen. Hier eben auch wieder Theorie und Praxis. In Deutschland ist es so, dass es fast 3000 Stunden Theorie sind. Nochmal so 1600 Stunden Praxis
Und da wird dann eben auch nochmal geguckt, wie sieht das Ganze in Italien aus, beziehungsweise generell im Ausland. Es gibt einige Länder, da wird, ist das ein Studium, das heißt, da wäre es eher theorielastig. Es gibt andere Länder, da ist es eher eine Ausbildung, da ist es sehr praxislastig. Und das wird eben alles verglichen. Und dann wird nochmal geschaut, wie verhält sich die ausländische Ausbildung zu der deutschen Ausbildung. Allora, quando signora Rosso ha mandato tutti i documenti all'ufficio competente, inizia la procedura del riconoscimento e il confronto dei contenuti della formazione. Allora si controlla che cosa uno ha imparato, quali erano i contenuti, di cosa si può. Diciamo, si fa un confronto dei periodi di formazione, qua in Germania sono 3 anni, sono quasi 3.000 ore di pratica e poi pure in scuola, allora la teoria, e poi si fa il confronto tra la forma di formazione, la teoria e la pratica. Pure in qualche paese proprio è una cosa all'università, qua in Germania è una formazione duale, allora tutte queste cose devono essere messo diciamo in confronto, e poi tra la formazione all'estero e la professione tedesca di riferimento fanno questo confronto. Danke. Genau, im Endergebnis kann es dann 3 mögliche Ergebnisse dabei geben. Wenn es keine oder sehr wenige Unterschiede gibt, dann bekommt man direkt eine volle Anerkennung. Aus unserer Erfahrung passiert das eher selten. Die zweite mögliche Ergebnis ist wesentlich öfters, dass wir das sehen, dass es einige wesentliche Unterschiede gibt und man dann einen Defizitbescheid mit Auflagen bekommt oder umgangssprachlich auch Teileanerkennung, wo man sich dann noch nachqualifizieren muss. Dazu sage ich gleich auch noch was. Oder es kann auch sein, wenn es sehr, sehr große Unterschiede gibt, dass dann auch eine Ablehnung dabei rauskommt. Das sehen wir oft, wenn der zeitliche Rahmen sehr unterschiedlich ist. Also eben, ich habe ja erzählt, in Deutschland dauert die Ausbildung 3 Jahre als Physiotherapeutin. Wenn dann jemand im Ausland vielleicht einen 3-monatigen Kurs gemacht hat, dann ist da natürlich wahnsinnig großer Unterschied zwischen dem Wissen, was jemand sich hat aneignen können, und dann ist eine Ablehnung sehr wahrscheinlich. In questo caso esistono 3 possibilità, 3 possibili risultati. La prima cosa è quando non c'è nessuna o pochissime differenze tra la professione tedesca e la professione come andata la formazione in un altro paese o in Italia, poi ricevete un riconoscimento completo. Spesso è così che ci sono differenze significative, così uno riceve un avviso di disavanzo, dove diciamo è un riconoscimento parziale, poi si deve fare un corso nella pratica o dipende dove sono queste mancanze. O quando ci sono troppe differenze, può essere pure che uno riceve un rifiuto, questo nel caso che uno ha fatto solo un corso di 3 mesi per diventare fisioterapeuta. Certo, ci sono differenze troppo grandi per fare un riconoscimento completo. Eine weitere. Eine Verständnisfrage, und zwar, wie finde ich heraus, ob ein Beruf reglementiert ist, oder woher weiß ich das? Übersetzung auf Italienisch. C'era una domanda, come si può sapere se una professione è regolamentata o no? Also es gibt verschiedene Webseiten, wo man das nachschauen kann, ob das Ganze reglementiert ist oder nicht. Zum Beispiel auch eine Seite, mit der wir gerne arbeiten, das ist einfach Berufe.net. Dort kann man das nachgucken. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, und natürlich kann man sich auch jederzeit gerne an uns wenden. Dafür sind wir ja da, um dann zu beraten und dann eben auch zu sagen, welcher Prozess davon der passende ist und ob etwas reglementiert ist oder nicht und man eine Anerkennung dafür machen muss oder eben nicht. Allora, ci sono diverse pagine, per esempio Anerkennung in Deutschland, come trovate pure nello chat, e
questa pagina offre informazioni pure in diverse lingue, mi sa pure in italiano, ma sicuramente in tedesco e in inglese. E certamente potete sempre anche scrivere a Welcome Center o alla AWO Anerkennungsstelle per capire se una professione è regolamentata o no. O anche sulla pagina Berufe.net. Genau, ich habe ja eben schon erwähnt, ein Defizitbescheid ist oft sehr wahrscheinlich. Wir gehen jetzt hier auch mal davon aus, dass Frau Rosso eben ein Defizitbescheid bekommt mit Auflagen. Was heißt das? Also sie bekommt dann im Endeffekt einen Brief, in dem dann drin steht, erstmal aufgelistet, was hier alles angerechnet wird, aber auch, wo es denn dann noch Unterschiede gibt. Und eventuell muss sie dann ein Praktikum machen oder vielleicht irgendwie Theorie in einer Schule nachholen oder eine Prüfung machen. Das kommt dann immer ganz drauf an, je nachdem, was die Anerkennungsstelle dann entschieden hat, wo die Differenzen sind und wie man das Ganze dann ausgleichen kann. Rebecca, kann ich weitermachen? Ja, gern. Ja. Okay, nel caso di un riconoscimento parziale, la signora Rosso riceve una notifica circa i deficit che mancano. La notifica elenca i contenuti mancanti nella formazione, ad esempio, e poi inoltre vengono elencati praticamente cosa deve integrare per poter raggiungere il pieno riconoscimento. Ad esempio, fare un tirocinio o recuperare una parte di teoria frequentando un corso o una scuola, o sostenere in alcuni casi molto rari anche un esame. Weiterhin braucht man für die Anerkennung jetzt für die Physiotherapeutin allgemeine Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2. Das muss man noch nicht haben, wenn man den Antrag stellt. Aber um dann letzten Endes die volle Anerkennung zu bekommen, muss man vorweisen, dass man ein Zertifikat hat, dass man mindestens B2 Deutsch sprechen kann. Später wird auch noch immer nachgefordert vom Regierungspräsidium ein ärztliches Attest, dass man für diesen Beruf nicht ungeeignet ist, und ein polizeiliches Führungszeugnis, einfach nur, um sicherzustellen, dass man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Per poter poi avere il pieno riconoscimento, no, la signora Rosso deve presentare la certificazione di conoscenza del tedesco a livello B2, non al momento in cui presenta la domanda, ma quando riceve la notifica, poi gli viene richiesto appunto la presentazione di questo certificato. Poi ha bisogno di un certificato medico di sana costituzione e inoltre un certificato da parte della di buona condotta, i cosiddetti nulla osta casellario giudiziario italiano, qui si chiama polizeiliche Führungszeugnis, quindi un certificato di autorizzazione della polizia che può esercitare. E questo permette appunto di esercitare poi la professione di fisioterapeuta. Genau, das war es jetzt erstmal soweit zu der Physiotherapeutin. Es gibt noch eine Besonderheit bei den reglementierten Berufen, und zwar die sogenannte automatische Anerkennung. Das ist eine erleichterte Anerkennung für EU-Abschlüsse. Das heißt, wenn man einen dieser 7 Berufe, und das gilt wirklich nur für diese 7 Berufe, die Sie hier sehen, also Arzt, Ärztin, Zahnarzt, Zahnärztin, Tierarzt, Tierärztin, Apotheker, Apothekerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegerinnen, Hebammen, Entbindungspfleger, Pflegerinnen und Architekt, Architektinnen. Wenn Sie einen von diesen 7 Berufen in der EU erlernt haben, dann kann man dafür eine automatische Anerkennung bekommen. Bene, per il riconoscimento, allora c'è una particolarità nel riconoscimento di alcune professioni, ed è un riconoscimento agevolato per i diplomi o le lauree conseguite nell'Unione Europea, e quindi questo è un riconoscimento automatico per le professioni di medici, dentista, chirurgo veterinario, farmacisti, personale sanitario e infermieristico, ostetriche e architetti e architette. Ecco, questo riceve un riconoscimento automatico da parte dell'Unione Europea, cioè in tutti i paesi dell'Unione Europea.
Auch hier haben wir Ihnen nochmal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar geht es jetzt um die Frau Bruno, eine Dame, die Medizin in Italien studiert hat und italienische Ärztin ist und jetzt gerne in Deutschland praktizieren möchte. Un esempio che presenta è quella della signora Bruno, una dottoressa che viene dall'Italia e che desidera lavorare in Germania. Genau, Frau Bruno ist eben Ärztin, hat das Ganze in Italien gelernt. Ärztin ist eben auch ein reglementierter Beruf. Das heißt, sie muss eine Anerkennung beantragen, um hier die Approbation zu bekommen und arbeiten zu dürfen. Auch Frau Bruno muss wieder ein Antragsformular ausfüllen. Auch hier ist das Regierungspräsidium Stuttgart zuständig. Sie muss einige Dokumente einreichen, noch ein paar mehr als die Physiotherapeutin. Das ist aber auch alles auf dem Antrag. Formular aufgelistet und auch das wird dann wieder per Post an die zuständige Anerkennungsstelle geschickt. La signora Bruno, come detto, è un medico italiano. Medico è una professione regolamentata, per cui si deve chiedere necessariamente il riconoscimento e come è, la procedura è sempre la stessa, la signora Bruno deve compilare il modulo di richiesta. C'è da presentare tutta una serie di documenti, quindi presentare tutti i documenti richiesti, inviare tutto all'autorità di certificazione per posta. Bis hierhin war das Verfahren erstmal gleich. Jetzt ist es allerdings so, dadurch, dass wir uns im automatischen Anerkennungsverfahren befinden, gibt es in dem Moment keinen Vergleich zwischen der ausländischen Qualifikation und dem deutschen Beruf. Es kommt direkt zu einer automatischen Anerkennung, hat einfach den Grund, dass man sich in Europa quasi geeinigt hat, für diese 7 Berufe gelten in allen europäischen Ländern die gleichen Standards. Und deswegen, wenn man einen dieser 7 Berufe erlernt hat und in ein anderes Land zieht, gibt es dort dann eben die automatische Anerkennung dafür. Ecco, dicevamo, medico, professione regolamentata, nella procedura di riconoscimento non c'è o non si fa nessun confronto tra la qualificazione all'estero, conseguita all'estero, e la professione tedesca. C'è un riconoscimento automatico e questo appunto è un vantaggio per quei 7 mestieri che avevamo detto prima, medico, infermiere, ostetrico e così via, perché si riconosce lo stesso livello di qualificazione conseguito in qualsiasi stato e quindi non c'è motivo di fare nessun paragone fra la qualifica tedesca o la professione conseguita in Italia. Il riconoscimento quindi è automatico. Für die Anerkennung braucht Frau Bruno auch noch einige Dinge. Auch hier wieder sind allgemeine Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 Voraussetzung. Einfach auch aus dem Grund, weil dann Ärzte einen Fachsprachentest auf dem Niveau C1 machen müssen. Auch hier wird wieder ein ärztliches Attest verlangt, dass man für diesen Beruf nicht ungeeignet ist. Und auch polizeiliche Führungszeugnisse müssen wieder vorgelegt werden, eben auch wieder aus dem gleichen Grund, dass man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Dicevamo che medico, professione regolamentata, è subito riconosciuta. Però la signora Bruno deve necessariamente presentare ulteriori documenti e uno è quello il livello di conoscenza lingua tedesca a livello B2, un test tecnico di lingua a livello C1, quindi il linguaggio tecnico nel settore della medicina deve essere a livello C1, deve presentare il certificato medico e il certificato di buona condotta, obbligatoriamente. Ok, dann würde ich wieder weitermachen. Wie schon am Anfang erwähnt, gibt es ein paar Besonderheiten. Bei den Ingenieurinnen und Architektinnen, da ist es so, dass der Titel reglementiert ist. Das heißt, wenn man ein entsprechendes Studium in einem anderen Land gemacht hat, muss man bei der Ingenieurkammer oder Architektenkammer einen Antrag stellen, dass man den Titel führen darf. La signora Bauer riprende di nuovo il tema del titolo di studio
per ingegneri e architetti, e questo l'uso del titolo professionale, quindi INC o architect, è legato al possesso di determinate qualifiche. Quindi questo deve essere, il riconoscimento deve essere richiesto se si vuole usare il titolo di ingegnere. Se lo si richiede, come dicevamo prima, alla Camera degli Ingegneri oppure alla Camera degli Architetti, e senza questo riconoscimento specifico non si può usare il titolo professionale. Okay, dann kommen wir zum zweiten Block, zu den nicht reglementierten Ausbildungsberufen. Genau, das sind die Berufe, wo man die Anerkennung beantragen kann, aber nicht muss. Ecco, adesso passiamo al livello dei mestieri non regolamentati, che sono quelli dove il riconoscimento si può richiedere, ma non necessario. Okay, und auch hier haben wir Ihnen wieder ein Beispiel mitgebracht. Hier haben wir den Herrn Costa. Herr Costa hat in Italien eine Ausbildung als Mechaniker gemacht. Ecco, riprende l'esempio del signor Costa, meccanico dall'Italia. Auch hier muss Herr Costa, wenn Herr Costa sich entscheidet, einen Antrag auf Anerkennung zu stellen, dann füllt er einen Antrag aus, in dem Fall bei der Handwerkskammer, wenn er in Stuttgart wohnt, bei der Handwerkskammer in Stuttgart, sonst entsprechend bei der zuständigen Kammer. Wie gesagt, er kann sich entscheiden, den Antrag zu stellen, muss er aber nicht. Wenn er es nicht macht, dann hat er eben nicht die rechtliche Sicherheit und Gleichstellung mit einer Person, die in Deutschland die Ausbildung gemacht hat. Genau, er muss dann auch den Antrag ausfüllen, muss auch die notwendigen Dokumente einsenden und an die Anerkennungsstelle schicken. Das sind dann in der Regel ein Lebenslauf, aber auch Informationen, zum Beispiel Fächerübersicht und Diploma von der Ausbildung. Einfach, dass die Handwerkskammer vergleichen kann, was hat er in Italien gelernt und ist das dasselbe, das in Deutschland in der entsprechenden Ausbildung beigebracht wird. Ecco, signor Costa è un meccanico che ha fatto la formazione in Italia e questa è una qualifica non regolamentata, per cui è nelle sue facoltà di chiedere il riconoscimento, ma può lavorare anche senza il riconoscimento. Se vuole il riconoscimento deve compilare il modulo di richiesta, procurarsi i documenti necessari e inviare tutto all'autorità di certificazione. L'autorità di certificazione in questo caso è la Camera dell'Artigianato e la Camera dell'Artigianato prende in visione tutti i documenti presentati dal signor Costa, cioè le qualifiche che ha conseguito in Italia, i periodi di formativi, la pratica che ha fatto, e eventualmente riconosce il titolo come pare a una formazione professionale tedesca e questo consente al signor Costa di poter avere delle agevolazioni all'interno del mercato del lavoro, come dicevamo prima, equipollenza alla qualifica tedesca e quindi un maggior stipendio possibilmente, e tutto altro, una serie di diritti che sono legati al riconoscimento di una qualifica tedesca. Weiter. Wir haben Fragen auch auf YouTube, aber wir beantworten sie am Ende. Vielleicht können wir das nochmal sagen. Leute. Raccogliamo tutte le domande e poi alla fine rispondiamo le domande anche quelle di YouTube. Grazie. E potete sempre scrivere le vostre domande nello chat. Okay, wenn Herr Costa dann den Antrag auf Anerkennung gestellt hat, dann läuft das in einem ersten Schritt erstmal ziemlich ähnlich ab wie in den reglementierten Berufen. Also in dem Fall die Handwerkskammer vergleicht auch die Ausbildungsinhalte, vergleicht die Ausbildungsdauer. In der Regel sind ja die meisten Ausbildungen in Deutschland 3 Jahre. Dann schaut man eben, ist das zeitlich ähnlich?
Auch hier, wenn es 2 Jahre, 2,5 Jahre sind, ist es schon mal eine gute Sache. Wenn jemand eben was nur für 3 Monate gemacht hat, dann ist einfach relativ klar, dass das nicht ausreicht. Und auch der Theorie- und Praxisanteil wird wieder verglichen zwischen der ausländischen Ausbildung und dem deutschen Referenzberuf. La procedura di riconoscimento che fa la Camera dell'Artigianato è praticamente la comparazione fra i contenuti della formazione, cioè i contenuti delle materie studiate nell'attività pratica fatta, della durata della formazione. In Germania parte dei mestieri sono di formazione da 2 anni e mezzo a 3 anni, poi il tipo di formazione fatta, cioè quanta teoria e quanta pratica è stata effettivamente fatta, quante ore di teoria e quante ore di pratica, e quindi si fa questa comparazione tra la formazione professionale conseguita all'estero e la professione tedesca di riferimento. Quindi si paragonano in modo molto chiaro le due qualifiche. E in particolar modo i contenuti della formazione. Auch hier gibt es wieder 3 mögliche Ergebnisse. Wenn es keine oder sehr wenige Unterschiede gibt, dann gibt es die volle Anerkennung. Gibt es größere wesentliche Unterschiede, gibt es eine Teilanerkennung, die dann wieder durch Praktika oder Prüfungen ausgeglichen werden können. Und gibt es sehr große Unterschiede, dann gibt es eine Ablehnung. Und der Unterschied ist, auch mit Ablehnung kann er eben arbeiten, aber dann hat er eben nicht diese rechtliche Absicherung und eben nicht die Gleichwertigkeit. Anche qui sono 3 risultati possibili. Tra le due qualifiche non c'è nessuna differenza o poche differenze, e quindi c'è un riconoscimento completo. Oppure ci sono delle differenze significative, per cui c'è un riconoscimento parziale, oppure ci sono differenze molto grandi fra le due qualifiche, e quindi c'è un rifiuto. Lui può continuare a lavorare come meccanico, però senza quella sicurezza che le dà, diciamo, sotto l'aspetto legale, una qualifica professionale tedesca. Auch hier bekommt er dann, wir gehen jetzt mal davon aus, Herr Costa bekommt einen Bescheid mit einer Teilanerkennung. Da wird dann aufgelistet, was hat er, was in der deutschen Ausbildung vorkommt und welche Teile fehlen ihm noch. Das bekommt er dann auf einer Liste. Dann kann er sich damit bewerben beim Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber kann ihm dann zum Beispiel diese Teile noch beibringen. Das ist eine Option. Er kann Praktika oder Kurse machen. Und wenn er das dann alles nachgeholt hat, was auf diesem Bescheid ist, bekommt er die volle Anerkennung. Er kann sich aber auch mit dem Teilanerkennungsbescheid auf einen vollständigen Job bewerben. Und dann sieht der Arbeitgeber anhand des Bescheides, was diese Person eben qualifiziert ist zu machen und wo er eben keine Kenntnisse hat. Nel caso in cui ci sia un riconoscimento parziale, e il signor Costa riceve sempre la solita notifica dove vengono elencati praticamente le conoscenze esistenti e quelle mancanti. E con questa notifica il signor Costa può anche candidarsi per un posto di lavoro, così, di modo che il datore di lavoro può verificare quelle che sono le sue conoscenze, ma anche i suoi deficit, e quindi oppure il signor Costa può frequentare un tirocinio o dei corsi di aggiornamento per poter poi richiedere il pieno riconoscimento. Dipende sempre da quello che si vuole fare, perché anche con un parziale riconoscimento ci si può qualificare e ci si può candidare per un posto di lavoro. Ripeto, in questo caso si hanno meno garanzie rispetto a chi ha un pieno riconoscimento di qualifica professionale, ma ciò non esclude che possa lavorare.
Okay, bei nicht reglementierten Ausbildungsberufen gibt es sonst keine weiteren Voraussetzungen. Das heißt, es ist, er braucht kein Deutschzertifikat, er braucht auch kein polizeiliches Führungszeugnis, keine Bescheinigung, dass er ärztlich geeignet ist. Es reicht tatsächlich nur die Dokumente über die Ausbildung. Il signor Costa non deve presentare nessun altro ulteriore documento o cose, quindi non ha requisiti, nessuna necessaria conoscenza del tedesco o altri documenti come quello della polizia. Basta solo appunto la sua qualifica professionale. Darf ich da vielleicht noch kurz hinzufügen? Deutschkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Anerkennung. Nichtsdestotrotz, wenn man hier einen Job finden möchte, wenn man sich bewirbt und auch wenn man eventuell Defizite oder Teile ausgleichen möchte, dann ist die deutsche Sprache natürlich schon in einem gewissen Rahmen wichtig, die dann auch zumindest vielleicht auf dem B1, B2-Niveau empfehlen wir eigentlich immer sprechen zu können. Sì, la signora Mattigat puntualizza che chi chiede un riconoscimento della qualifica deve necessariamente, o meglio è opportuno, che abbia la conoscenza della lingua tedesca, minimo un livello B1 o B2, per poter appunto sia studiare e fare eventualmente il tirocinio che serve e quindi acquisire le competenze linguistiche per poter esercitare poi la professione e il lavoro che deve fare. E questo è quindi sempre un vantaggio. Non è chiesto all'inizio se lavora così da solo, ma nel caso in cui vuole fare una formazione professionale o vuole aggiornarsi professionalmente, deve avere queste conoscenze linguistiche. Gut. Damit sind wir dann schon beim letzten Teil. Da geht es um die nicht reglementierten Studienabschlüsse beziehungsweise Berufe, wie meine Kollegin vorhin schon erwähnt hat. Gutes Beispiel ist immer so Wirtschaftswissenschaften, Mathe, Chemie, Physik, was auch immer es sein mag. In diesen Bereichen gibt es keine Anerkennung. Das ist nicht möglich. Aber als Alternative gibt es dort die sogenannte Zeugnisbewertung. L'ultimo blocco tratta, come dicevamo, le professioni accademiche non regolamentate. Sono gli studi, scusa, entschuldigo, ma va a get leider nicht so frei. Sono gli studi fine. Als du willst. Rebecca, magst du bitte tu weiter? Poi, questa è l'ultima parte dei professioni accademici non regolamentate, ad esempio studi economici, matematica, sociologia, geologia, chimica, dove non è necessario di fare un riconoscimento, anzi non c'è nessun riconoscimento, ci sta la valutazione dei titoli. Hier haben wir Ihnen noch ein Beispiel mitgebracht, und zwar geht es hier um die Frau Ortello, die Informatik in Italien studiert hat. Abbiamo portato un altro esempio, la signora Ortello, che ha studiato informatica in Italia. Informatik ist ein nicht reglementierter Studienabschluss. Das heißt, für diesen Abschluss gibt es in dem Sinne keine Anerkennung. Es gibt zum einen die Möglichkeit, sich direkt mit diesem Abschluss auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu bewerben. Also man muss keine Anerkennung haben, die gibt es ja eben auch nicht. Man kann sich direkt so auf Berufe bewerben. Aber als Alternative kann man ansonsten auch eine sogenannte Zeugnisbewertung beantragen. Dafür zuständig ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen in Bonn. Und was Sie hier in der Mitte sehen, das wäre dann so ein Muster, was man im Endeffekt von denen bekommt, wo dann draufsteht, dass der Studienabschluss dann, also dass der ausländische Bachelor zum Beispiel mit einem deutschen Bachelor vergleichbar ist. Allora, signora Ortello ha studiato informatica, che è una professione non regolamentata, è una laurea non regolamentata, e non c'è proprio alcun riconoscimento. Si può lavorare direttamente in questa professione senza fare nessun riconoscimento. Certo, come abbiamo detto prima, la lingua è sempre importante, allora
si può lavorare alla lingua tedesca. Come alternativa del riconoscimento si può fare una valutazione del titolo, così l'ufficio competente e la centralstelle dell'ausländischen Bildungswesen a Bonn. E loro fanno una valutazione se questo studio di informatica è sul livello bachelor o master di quello tedesco. E questo fa vedere certamente a quale livello, diciamo, siete o sta questa signora Ortello con il suo studio di informatica. Ecco, si trova pure il link. Die Zeugnisbewertung, wie eben schon erwähnt, zeigt die Entsprechung des ausländischen Abschlusses mit dem deutschen Bildungssystem. Also bei Bachelor- und Masterabschlüssen ist es noch relativ einfach. Bisschen schwieriger wird es, wenn man im Ausland ein Diplom erworben hat oder vielleicht eine Lizenz oder ein Cardani oder ein Unlizenz. Deutsche Arbeitgeber können oft nicht so viel mit diesem Titel anfangen. Da ist es dann oft ganz hilfreich, wenn man dann zeigen kann, okay, das entspricht im deutschen System einem Bachelor, einem Master oder was auch immer es denn sein mag. Die Voraussetzung, um diese Zeugnisbewertung zu machen, ist ein Abschluss an einer staatlich anerkannten Universität. Das Ganze kann man überprüfen durch die Datenbank Annabin. Da war eben auch schon der Link im Chat. Und in der Regel ist es auch so, dass es ein mindestens dreijähriges Studium sein muss, als weitere Voraussetzung, was auf jeden Fall auch abgeschlossen worden ist, um die Zeugnisbewertung zu beantragen. Questa valutazione del certificato mostra l'equivalenza nel sistema scolastico tedesco, come abbiamo già detto, se lo stesso livello come un bachelor o un master. Con questo sistema di bachelor e master è ancora semplice, ma quando forse avete fatto una laurea di un'università o una scuola superiore, forse è utile di fare una valutazione per capire a quale livello è stata questa educazione, diciamo. E sì, la verifica viene effettuata dalla banca dati, qua Annabin, potete controllare sì, se è una cosa che si può valutare o no. E che altro? Certo, sì. E di solito si tratta sempre di un diploma che è, come dire, universitario di minimo 3 anni di studio. Anche, grazie. Dann haben wir hier Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. So sieht die Annabin-Datenbank aus. Man kann viele verschiedene Sachen nachschauen. In dem Fall wollen wir Ihnen einfach nur mal zeigen, wie man im Endeffekt die Universitäten finden kann. Also wenn Sie unter Institutionen gehen, dann können Sie auf dieser Seite, dann können Sie Ihr Studienland eingeben. Sie können auch den Ort eingeben, in dem die Universität ist. Und man kann auch den Namen der Universität eingeben, um das einfach nochmal etwas weiter einzugrenzen. Dazu sei gesagt, diese Datenbank hat sehr, 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 sehr viele Universitäten und Hochschulen gelistet, aber bei weitem natürlich nicht alle, die es so auf der Welt gibt. Also wenn man die Universität mal nicht findet, nicht gleich in Panik verfallen, dann kann man sich immer noch direkt an die Universität wenden. Also wie gesagt, das hat in dem Moment noch nichts zu heißen. Was wir Ihnen hier nochmal zeigen wollen, ist auch, Sie sehen hier verschiedene Beispiele. Wichtig ist hier der Status. Zum einen gibt es den H-Plus-Status. Das heißt, diese Universität hat die volle staatliche Akkreditierung im Heimatland. Das heißt, wenn Sie an einer solchen Universität Ihren Abschluss gemacht haben, dann können Sie auf jeden Fall für die eine Zeugnisbewertung für diesen Abschluss beantragen. Dann gibt es die Version H++. Da ist jetzt leider dieser Pfeil ein bisschen davor. Das wäre hier die letzte Universität in unserem Beispiel. Da ist es so, dass die Studiengänge teilweise akkreditiert sind. Da gibt es weitere Möglichkeiten, eventuell auch auf Annabin mal zu schauen, ob dort eine Akkreditierung vorliegt
Und ansonsten kann man sich auf jeden Fall auch immer an die Universität wenden, an der man studiert hat, und nachfragen, ob der spezielle Studiengang, um den es jetzt gerade geht, den man absolviert hat, ob der dann als akkreditiert gilt oder nicht. Wenn ja, kann man auch dort wieder eine Zeugnisbewertung beantragen. Als letzte Version gibt es noch den H-Status. Da ist es so, dass es in der Regel Privathochschulen sind. Die sind nicht staatlich akkreditiert. Das heißt, man kann dafür keine Zeugnisbewertung beantragen. Nichtsdestotrotz, auch da dieses Ganze freiwillig ist, kann man mit einem solchen Abschluss natürlich trotzdem in Deutschland dann auch arbeiten. Das Einzige, wo es dann mal ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn vielleicht noch ein Aufenthaltstitel involviert ist. Aber auch da können Sie sich dann gerne wieder an uns wenden, und das kann man sich dann im Einzelfall anschauen. Bene, adesso è un qualcosa di abbastanza complicato. Era un esempio di come funziona il sistema di riconoscimento ANABIN, quindi ci sono elencati normalmente diverse opzioni e diverse istituzioni, tipo le università. Non tutte le università sono registrate, ma tutte le università del mondo dove si è conseguito il titolo di studio, però questo non deve mettervi in panico, nel senso che uno può poi, per capire quello che ha studiato, se c'è il riconoscimento, può rivolgersi direttamente all'università. Il sistema ANABIN ha poi una caratteristica, è lo status degli istituti dove si è studiato qui, lo status. Questo status viene segnalato con A+, questa H+, cioè l'università o la scuola dove ha il pieno accreditamento, quindi è riconosciuta completamente, e non ci sono quindi problemi per il riconoscimento del diploma. Un'altra categoria è quella A più o meno, dove i programmi di studio sono parzialmente accreditati, mentre l'ultima categoria è quella delle A-, sono le università private, e queste non sono praticamente non accreditate. Questo non significa che non si può lavorare lo stesso in Germania, proveniente anche da questo tipo di scuola o di università, cioè con un titolo conseguito presso queste scuole o università. Il problema può diventare per il permesso di soggiorno o meno, ma questo va a trattare una categoria che è fuori dal, diciamo, dall'ambito degli studenti dell'Unione Europea. Quindi, Sandra? Costi e finanziamenti. Genau, am Ende noch ein Überblick über die Kosten, die auf einen zukommen, und mögliche Finanzierungen. Bei den reglementierten Berufen muss man mit Kosten zwischen 100 und 450 Euro rechnen. Man muss aber aufpassen, auch eine Ablehnung kann unter Umständen Geld kosten, je nachdem, wie viel Aufwand die jeweilige zuständige Behörde hat. Nelle professioni regolamentate, in regola i costi sono fra i 100 e i 450 euro. In caso di diniego è gratuito o con costi relativi, con determinati costi che sono relativi alla professione che si è esaminato, dove c'è stato bisogno di esaminare diversi documenti, e allora anche il diniego può comportare delle spese. Il riconoscimento, anche lì, arriva massimo a 450 euro di spese complessive. Bei den nicht reglementierten Ausbildungsberufen, da ist ja die Handwerkskammer oder die IHK zuständig, da muss man mit Kosten zwischen 100 und 600 Euro rechnen. In der Regel sind es eher so um die 500, das ist so ein bisschen ein genauerer Richtwert. Auch hier können für Ablehnungsbescheide Kosten erhoben werden.
Ecco, per le professioni non regolamentate, che sono di solito professioni professionali, dove è competente la Camera dell'Industria e del Commercio o la Camera dell'Artigianato, i costi variano da 100 a 600 euro. Normalmente per un pieno riconoscimento va dai 500 ai 600 euro, ma anche per un rifiuto, praticamente per un non riconoscimento, ci sono dei costi da pagare che si aggirano anche fra i 100 e i 500 euro. Bei nicht reglementierten Studienabschlüssen, also bei der Zeugnisbewertung in Bonn, sind es 200 Euro für den ersten Abschluss, 100 Euro für jeden weiteren Abschluss. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Bachelor und einen Master macht, dann raten wir dazu, dass man nur die Zeugnisbewertung für den Master beantragt, dann sind es 200 Euro. Würde man aber beides beantragen, wäre man dann eben bei den 300 Euro. Ecco, per le professioni non regolamentate, dove c'è la valutazione dei titoli, i costi sono 200 euro per il primo titolo, cioè per la prima valutazione, e 100 per ogni successiva valutazione. E il riconoscimento di un master e un bachelor, ad esempio, comporta una spesa di 300 euro per la valutazione. Okay, und hinzu kommen dann noch Übersetzungskosten. Also es variiert natürlich ein bisschen je nach Übersetzer. Man muss es bei einem amtlich beeidigten Übersetzer oder Übersetzerin machen. Ein Richtwert ist so ungefähr 1,50 Euro pro Zeile. Wir raten dazu, dass man sich von circa 3 Übersetzern einen Kostenvoranschlag geben lässt, weil die Kosten doch variieren können und dass man dann einfach so ein bisschen einen Überblick hat, was es kosten sollte. Ecco, a tutto questo bisogna aggiungere i costi per le traduzioni. Un normale traduttore riconosciuto e riconosciuto di solito fa pagare 1,50 euro per ogni riga. I traduttori giurati prendono all'incirca questa cifra. La miglior cosa è sempre richiedere 3-4 preventivi a diverse persone per avere un'idea di quanto possa costare l'insieme di tutti i documenti da tradurre. Vi dico per esperienza che nel riconoscimento o delle formazioni professionali vengono richieste, ad esempio, il contenuto delle materie studiate, le ore di lezione frequentate e tutti i piani di studio fatti, e questo comporta una serie di documenti che tradotti comportano spese abbastanza eccessive. Ich habe zugesagt, dazu gesagt, dass zum Beispiel bei den nicht reglementierten Ausbildungsberufen die IHK FOSA verlangt immer eine ganze Reihe von Dokumenten, also von der Schule, wie viele Stunden, wie viele Studienplan, Inhalte von der Materie und so weiter. Und das sind alle Dokumente, die man übersetzen muss, und das sind Kosten, die dazukommen. Genau. Also auch da ist es gut, wenn man sich auf jeden Fall zuerst von uns beraten lässt, bevor man Übersetzungen in Auftrag gibt. Zum Beispiel es gibt Anerkennungs- bzw. die Zeugnisbewertungsstelle akzeptiert auch englische, spanische, ich glaube auch italienische Dokumente. Andere Stellen wiederum wollen deutsche Dokumente. Und überleitend zum Thema Finanzierung. Also wir beraten ja dann auch zu Finanzierungsmöglichkeiten. Und es ist grundsätzlich einfach immer wichtig, dass die Finanzierung geklärt wird, bevor man irgendwas in Auftrag gibt, weil im Nachhinein es einfach nicht mehr finanziert werden kann. Deswegen immer am besten erst an uns wenden, von uns beraten lassen, bevor man irgendwas in Auftrag gibt oder einen Antrag stellt. Ecco, riguardo ai costi e sui finanziamenti, le colleghe dell'ACO dicono che sempre prima rivolgersi a loro per verificare in effetti sia i costi che ci sono
i riconoscimenti, quali riconoscimenti sono necessari, e quindi avere un'idea di a cosa si va incontro a livello finanziario. Spesso bisogna valutare solo tipo di diplomi e altri no, non è necessario, oppure non è nemmeno conveniente se non ti hanno ad esempio conoscenze linguistiche. Quindi la miglior cosa iniziale è rivolgersi alle colleghe dell'AU per avere un colloquio e quindi una prima valutazione di tutto quello che possono essere i costi a cui si va incontro e quali ci sono possibilità di finanziamento ci sono. Genau, es gibt grundsätzlich zwei große Töpfe, aus denen finanziert werden kann. Zum einen die Agentur für Arbeit und das Jobcenter. Also wenn jemand sich da melden kann oder schon gemeldet ist, ist das eine vorrangige Möglichkeit. Da gibt es Vermittlungsbudgets, Bildungsgutscheine und Budget für Übersetzungen. Sollte das nicht in Frage kommen, gibt es noch den Anerkennungszuschuss, der kann mit uns, über uns beantragt werden, der aber allerdings maximal eine Höhe von 600 Euro hat. Genau, also nicht alle Finanzierungsmöglichkeiten finanzieren alle anfallenden Kosten. Ecco, ci sono due grandi possibilità per avere dei finanziamenti. Uno è tramite l'ufficio di collocamento, quindi l'agenzia per il lavoro oppure il job center. Questo di solito lo possono richiedere che coloro che sono già registrati lì e che usufruiscono del sostegno dell'agenzia del lavoro, del job center, per il loro riconoscimento vengono dati dei budget, i cosiddetti Vermittlungs budget o Bildungsgutschein, che permettono appunto di coprire parte dei costi per le traduzioni dei titoli e di tutto l'altro materiale che occorre. Oppure ci sono da parte dell'AU dei finanziamenti che arrivano, c'è altre possibilità di finanziamento che però arrivano a un massimo di 600 euro. Quindi non tutto, tutti i costi possono essere sostenuti. Weiter. Okay, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein bisschen einen Überblick über Anerkennungsmöglichkeiten und Verfahren geben. Genau, und wenn Sie dann weitere Fragen haben, dann können Sie das im Verlauf dann später stellen. Ecco, also, signora Bauer, vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero di essere riuscita a dare una visione un po' completa di quello che è la procedura per il riconoscimento. Ecco, se ci sono domande, prego, fatele. Ecco, noi provvederemo a tradurle e a presentarle. Ja, vielen Dank erstmal für diesen tollen Überblick, den Sie uns gegeben haben. Wir haben auch einige Fragen im Chat. Rebecca, vielleicht magst du sie auf Italienisch vorlesen und übersetzen. Ja. Also die erste Frage war, ob man auf Italienisch auch schreiben kann, eine E-Mail an euch oder genau. La prima domanda era se si può scrivere in italiano o in quale lingua si e chiedere delle informazioni. Unsere Beratungssprachen sind Deutsch und Englisch. Das heißt, wenn man uns kontaktieren möchte, dann eben auch am besten auf eine von diesen beiden Sprachen. Sollte es mal so sein, dass Dokumente noch nicht übersetzt sind oder so, da kann man sich dann immer noch mal aushelfen. Aber wirklich die Beratung bieten wir jetzt im Moment nur auf Deutsch und Englisch an. Allora, l'AVU offre consultazione in inglese e in tedesco. E a noi, a Welcome Center, potete scrivere pure in italiano. E, sì. So, die zweite Frage war, ein Zuhörer hat einen Abschluss gemacht an der Akademie der schönen Künste in Malerei und es waren 4 Jahre Studium. Genau, da war jetzt die Frage, ob das anerkannt werden soll oder wie das funktioniert. Also, wolltest du nochmal auf Italienisch, oder? Ja,
Una domanda, una domanda era che uno ha scritto che ha un titolo in di belle arti in pittura e se è possibile di fare il riconoscimento o no. Mi verde Anerkant dice diploma dell'Istituto Statale d'Arte in Fotografia e Grafica. Also, das ist eine in Schöne Kunst, Fotografie und Grafik. Es ist bei uns eine Art Abitur. Also sind 13 Jahre Studium, wo die letzten 5 Jahre diese Gymnasium, also Fachgymnasium ist. Und der hat dieses Diplom, Instituto d'Arte in Fotografie und Grafik. Und fragt sich, wie werden auf Deutsch, also in Deutschland anerkannt. Okay, also wenn es Teil der Schulbildung ist, dann wäre es wahrscheinlich bei uns eher ein Ausbildungsberuf. Dann müsste man schauen, ob es einen deutschen Referenzberuf dafür gibt. Das ist jetzt so aus dem Stegreif, können wir das jetzt natürlich auch nicht. Da würden wir dann auch raten, sich an uns zu wenden, dass wir mal recherchieren können, was es in Deutschland für Ausbildungsberufe gibt, die dort passen könnten. Das wäre dann die Kategorie, man kann eine Anerkennung machen lassen, man muss es aber nicht. Sandra, du darfst gerne ergänzen, wenn dir dazu noch was weiteres einfällt. Nee, passt. An eine Kunsthochschule oder an eine Medienhochschule könnte er sich auch wenden und schauen. Ja. Allora, la risposta alla domanda è che trattandosi ancora di una formazione scolastica, quindi conseguita, se ho capito bene, il diploma al tredicesimo anno, il diploma statale di maturità, trattandosi di materia ancora scolastica, ci dovrebbe essere un corrispettivo tipo formazione professionale presso una formazione professionale tedesca. Ma questo comporta una grossa differenza fra i due titoli, quello che è la formazione professionale. La miglior cosa, dicono loro, è rivolgersi direttamente e verificare insieme a loro quale può essere la materia o la formazione professionale di riferimento per questo tipo di diploma, oppure rivolgersi anche qui a una scuola d'arte, un istituto d'arte, per capire la possibilità di utilizzo, perché non ci sarebbe nemmeno bisogno del riconoscimento del titolo per poter eventualmente lavorare. Die nächste Frage war, il riconoscimento si può essere effettuato tramite AWO o necessariamente tramite Regierungspräsidium? Also die nächste Frage war, die konnten wir schon im Chat klären, nur dass es auch die Leute von YouTube mitbekommen. Die Frage war, ob die Anerkennung über euch, über die AWO stattfindet oder über das Regierungspräsidium. Und es, ja. Ja, also da kommt es ja jetzt eben drauf an. Also wir beraten zu den Anerkennungen. Das heißt, wir machen keinerlei Anerkennungen. Wir helfen im Endeffekt rauszufinden, wer ist denn in diesem Fall die richtige Anerkennungsstelle und wie funktioniert das Verfahren dazu? Welche Formulare müssen ausgefüllt werden? Was muss man mitschicken? Wie lange dauert es? Wie viel kostet es? Und so weiter und so fort. Das steht dann immer in unseren Beratungs-E-Mails drin. Also das Regierungspräsidium, nee, je nach Beruf kann die richtige Stelle sein. Es kann aber eben auch die Handwerkskammer sein oder die ZAB oder so. Da müsste man dann eben erstmal gucken, worum es denn im Einzelnen geht. Allora, l'AWO fa semplicemente consulenza, verifica insieme alla persona praticamente tutta la documentazione da presentare, quale orientamento, cioè quale istituzione è competente, può essere la Camera dell'Industria e del Commercio, può essere la Camera dell'Artigianato. Ecco, loro fanno semplicemente consulenza, la preparazione insieme alla persona della documentazione da presentare, ma per il riconoscimento sono le varie istituzioni competenti e non loro.
in the eventual regierung presidio o l'IAC Fosa per quanto riguarda le professioni, cioè ci sono delle istituzioni specifiche che effettuano il riconoscimento, mentre loro fanno consulenza e accompagnano alla preparazione di tutta la documentazione da presentare per il riconoscimento. La prossima domanda è: io sono interessato per la traduzione e la convalida di scienze dell'educazione e formazione per svolgere la professione dell'educatore. Also die Frage geht darum, es hat ein Mensch hier Erziehungswissenschaften studiert und möchte gerne Erzieherin oder Erzieher werden. Also das ist dann so ein Fall, wo wir auf jeden Fall sagen, an uns wenden. Wir würden uns dann die Fächerübersicht genau anschauen, vergleichen. Könnte das inhaltlich mit der Erzieherin klappen oder nicht? Genau, also das ist sowas, das können wir jetzt, also kann ich jetzt so nicht aus dem Stegreif sagen. Da müssten wir uns genauer die Sachen anschauen und eben auch nochmal genauer recherchieren. Gerade weil das ja ein reglementierter Beruf ist. Genau. Genau, und vielleicht da noch als Zusatz, wenn Erziehungswissenschaften studiert worden sind, vielleicht käme dann auch die Kindheitspädagogin in Betracht. Auch da stimme ich meiner Kollegin zu, wäre es gut, einfach an uns wenden. Wir schauen dann mal, was in Frage käme und beraten dann dementsprechend. Aber es gibt einen sehr großen Bedarf, das möchte ich gerne ergänzen, an Erziehern und Erzieherinnen in Stuttgart und in ganz Baden-Württemberg. Also die Stadt Stuttgart beispielsweise haben Programme, wo sie ins Ausland gehen, um Personen aus Rumänien, Erzieherinnen aus Rumänien beispielsweise anzuwerben. Und es gibt auch Qualifizierungsprogramme. Also Sie können dann auch mal schauen, wenn Sie die Anerkennung, Sie müssen dafür schon die Anerkennung beantragen. Und dann schauen Sie zum Beispiel bei der Stadt Stuttgart, beim Jugendamt, da gibt es sehr viele Stellen. Wir können Sie, Ihnen da auch die richtigen Ansprechpartner nennen im Welcome Center. Bitte übersetzen. Ja, Moment. Allora, la prima risposta da parte della collega dell'AVO è stata quella che bisogna rivolgersi a loro e vedere insieme quali sono i contenuti delle materie studiate, e a che cosa, cioè quello che si è fatto, quali sono le materie, e perché appunto il settore dell'educazione, Erzieherin, quindi educatrice, in Germania è un settore con... nel momento riconosciuto, quindi è necessario il riconoscimento, per cui bisogna valutare insieme quali sono le materie. La signora Andrea ha poi detto che nel settore dell'educazione c'è una grande domanda. La città di Stoccarda ha avviato dei progetti per poter reclutare diversi educatori, educatrici nel settore appunto qui a Stoccarda, e quindi ha dei programmi ben precisi di aggiornamento e di allora programmi di no. Allora ci sono i programmi proprio per fare il riconoscimento come educatrice, perché ci sono tantissimi posti dove stanno cercando dei educatori, educatrici qua nella regione di Stoccarda. Allora ci potete scrivere un'email così possiamo vedere insieme sì, come continuare. Und dann, genau, eine weitere Frage war, ich lese sie kurz auf Italienisch vor. Io sono laureata in Ingegneria Informatica, Università Privata. Non è possibile chiedere il riconoscimento perché l'Università Privata, vero? Also es ging darum, dass dieser Fragen, die Informatik studiert hat, und aber an einer Uni, an einer privaten Uni, und er fragt, ob es da nicht möglich ist, die Anerkennung zu machen, weil sie ja privat ist.
Ja, das ist dann genauso ein Beispiel, wo man in Anabin schauen müsste, ist es tatsächlich H- der Status oder ist es H+-? Wenn man sie in Anabin nicht findet, direkt bei der Universität nachfragen, ist mein Studiengang akkreditiert, ja oder nein? Und wenn der Studiengang akkreditiert ist, auch wenn es an einer privaten Schule ist, dann kann man die Zeugnisbewertung in dem Fall beantragen. Wenn aber nicht, dann geht das leider nicht. Nichtsdestotrotz, im Bereich Informatik werden meines Wissens immer noch Leute gesucht. Also arbeiten kann man dann damit trotzdem, nur die Zeugnisbewertung wäre dann eben nicht möglich. Genau, und wichtig vielleicht hier noch dazu, also Anerkennung in dem Sinne gibt es sowieso nicht, sondern das wäre dann maximal die Zeugnisbewertung. Soll ich? Ja. Allora, in questo caso si deve controllare sulla pagina Anabin se esiste questa università e quale stato ha, se H+ o H- o da vedere, ma in ogni caso è pure possibile di lavorare senza questa valutazione perché non è una cosa regolamentata. Allora sì, certo il riconoscimento o la valutazione serve sempre, ma se non c'è non lo dovete fare, diciamo, per lavorare. Ich möchte gerne ergänzen, also Informatik ist so gesucht, dass man keine Zeugnisbewertung machen muss. Es kommt darauf an, was man kann. Wenn man die Programme kann, ist es auch egal, ob das eine private Hochschule war oder es gibt so viele Stellen. Sie können sich gerne an uns, ans Welcome Center wenden und wir geben Ihnen da weitere Informationen. Certamente si deve dire informatica cercano dappertutto e non serve veramente questa valutazione perché si trova sicuramente lavoro. Se hai bisogno di altre informazioni puoi sempre coinvolgere a Welcome Center per capire come andare avanti. Die nächste Frage ist: ci sono programmi dedicati per educatori sulla Stoccarda o anche a Friburgo? Gibt es solche Programme für Erzieherinnen und Erzieher nur in Stuttgart oder auch in Freiburg? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also wir beraten auch für den Regierungsbezirk Stuttgart. In dem Fall würde ich raten, an die Kolleginnen, die in Freiburg beraten, sich zu wenden. Aber die einfach einen Überblick haben über die Qualifizierungsmöglichkeiten dort. Genau, allora ci sta. Sicuramente ci sono pure programmi a Friburgo. Pure a Friburgo esiste un Welcome Center. Possiamo scrivere pure l'indirizzo della pagina web, così per trovare informazioni utili per questi programmi. Es ist nicht ein Welcome Center, aber es gibt bestimmt Programme und wir können eine Adresse weitergeben, wo man sich erkundigen kann. Ja, è vero. Allora, c'era, hanno avuto un Welcome Center, ma adesso non più, ma pure noi possiamo aiutare per queste cose. Allora, ci potete scrivere un'email, così troviamo una soluzione. Genau, ich starte für unsere... für unsere Teilnehmer eine kleine Feedback-Abfrage, aber es können auch noch Fragen weitergestellt werden auf YouTube. Es wäre ganz toll, wenn Sie die kurz ausfüllen könnten. Vielen Dank. Potete sempre chiedere altre domande. Adesso abbiamo messo pure il nostro feedback e sarebbe molto utile per noi di ricevere il vostro feedback per il nostro evento. Grazie. Ecco, prendete 5 minuti e rispondete un po' a questo feedback per noi, come diceva già Rebecca, molto interessante per continuare a fornire nuove e interessanti serate informative su altri temi che possono interessarvi o interessare tutta la nuova immigrazione. Vi ringraziamo per questo e appunto se avete ancora domande fatele, siamo ancora in tempo per rispondere. Mi possono rispondere solo le persone che sono su Zoom. Scusate.
Genau, vielleicht können wir noch sagen, erstmal vielen Dank an alle, die schon Fragen gestellt haben. Wir werden die Präsentation an die Teilnehmer, die bei Zoom registriert sind, verschicken. Und die anderen Teilnehmer auf YouTube können die Präsentation auf unserer Website runterladen. Wir werden die auf unsere Website stellen. Ich schreibe den die Website, die Adresse noch in den Chat und auf der Website welcome.region-stuttgart.de. Intanto un ringraziamento a tutte quelle e tutte quelle che hanno partecipato. La documentazione, la relazione verrà spedita a tutti coloro che hanno partecipato o che si sono iscritti praticamente su Zoom, o gli altri che hanno seguito su YouTube o su Facebook possono scaricare la documentazione dalla pagina web del Welcome Center. Questo appunto. Pure il nostro collega Davide Stoccarda voleva dire sì. Tre parole. Prego, Maurizio. Grazie. Io volevo ringraziare un po' tutti perché il contributo che avete dato è molto apprezzato e molto utile a tutti gli italiani che sono qui in Germania. Per quanto riguarda i dati diciamo di questa diretta, noi nei prossimi giorni verrà pubblicato, chiaramente il video rimane online su YouTube e di conseguenza quindi è visionabile sempre e comunque, quindi ci saranno poi i link per chi fosse interessato. Inoltre nei prossimi giorni verrà pubblicato un articolo direttamente sul sito www.vivistoccarda.eu con i link al Welcome Center, con i link alla WO, con le slide, insomma, con tutti i dati, i riferimenti utili per poter, insomma, risolvere al meglio il problema, insomma, della traduzione. Quindi io vi ringrazio e, insomma, niente. Grazie mille, Maurizio, per la diretta. Grazie. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Maurizio Palese, bei Sandra Bauerle, Nadine Mattigat, bei Pino Tabi und natürlich bei Rebecca für die Übersetzung. Vielen Dank, dass Sie diese Veranstaltung mitgestaltet haben. Allora, se non ci sono altre domande, noi ringraziamo tutti che hanno partecipato, i nostri partner certamente per la presentazione, signora Mattigat e signora Bauer, eppure Pino Tabi per la traduzione e certamente pure Maurizio Palese per la diretta. Sì, ringraziamo tanto anche per le vostre domande e per il vostro feedback. Grazie mille. Buona serata. Ciao. Ciao, buona serata a tutti. Buona serata. Ciao.